Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 24. Spieltag steht an. Es gibt das Topspiel zwischen Bayern und Dortmund. Es gibt die Samstagskonferenz und alles, was es noch so gibt auf dieser Welt. Bleibt auf jeden Fall sportlich fair in den Kommentaren. Denkt immer, dass das auch nur eine Prognose ist. Aber ich danke euch auf jeden Fall herzlich fürs Reinschalten. Viel Spaß jetzt beim Spiel Schalke gegen Mainz. Der FC Schalke 04 tritt gegen den ersten FSV Mainz 05 am Freitagabend an und es ist ein Spiel 18 gegen 17. Aber die Gefühlslagen, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Mainz ist mittendrin im Abstiegsrennen und der FC Schalke, er benötigt ein Wunder. Aber an diesem schraubten sie hier früh am Abend, 8. Spielminute, Abschluss. Parade Zentner, neuer Trainer beim FC Schalke 04, Dimitrios Gramotzis, der hat ja den SV Darmstadt zumindest teilweise richtig entzückend spielen lassen. Und so auch hier Schalke mit Hoppi, Parade Robin Zentner, der so unglücklich patzte, das einzige Tor des sonntäglichen Spiels gegen Augsburg zuließ durch einen unfassbaren Fehler. Der hatte also auch wieder was gut zu machen und das machte er in der Anfangsphase. Hielt Mainz im Spiel weiterhin 0:0, kurz vor der Pause dann auch mal die Mainzer. Unisivo, super Pass, Stöger stellt sich rein. Schuss von Unisivo, dann aber viel zu wenig, um Langer da aus der Ruhe zu bringen. Der kommt sehr zentral und hält auch hier das 0:0 fest. Nach 45 Minuten also noch kein Treffer hier in der Veltins Arena. Aber der FC Schalke 04, man will nicht sagen, er wirkte wie ausgewechselt, aber die hatten gute Ansätze dabei. Und auch hier wieder Seada zu Matthew Hoppy. Kommt nicht durch gegen Saint-Just. Barrero Martins macht es aber ganz schlecht. Hoppy zu Suat Seada. Suat Seada quer zu Hoppy, der läuft durch und macht das 1:0. 49. Minute, das 1:0 für den FC Schalke 04 und das war nicht unverdient. Der erste FSV Mainz 05. In vollkommener Not. Und jetzt waren es auch nur noch aktuell 5 Punkte Rückstand auf zumindest den ersten FSV Mainz 05. Also man will Schalke hier nichts andichten, aber das könnte ja fast sogar was werden. Vor allem, wenn sie so spielen, ist die Hoffnung noch nicht ganz begraben. Trotzdem ein unfassbarer Kraftakt, der her müsste. Die nächste Möglichkeit gehört aber auch wieder den Königsblauen. Und es ist wieder Robin Zentner, der was dagegen hat. Etwas mehr als 20 Minuten noch auf der Uhr. Der erste FSV Mainz 05. Er tut sich leichter gegen die großen Mannschaften. Hier gegen den FC Schalke 04 hatte man richtig Probleme. Harit mit dem Freischuss. Ciao mit dem 2:0. 70. Minute, das gab es doch nicht. Das konnte doch nicht wahr sein. Es war aber die Realität. Zentner, hier verschätzt er sich ein bisschen. Den Kopfball muss man nicht unbedingt reinlassen. Und wir springen in die 90. Minute. Ganz ohne Gegentor kann es der FC Schalke 04 nun doch nicht. Adam Scholloy mit dem 2:1. Das kam aber zu spät und es blieb an diesem Freitagabend beim 2:1. Nächster Rückschlag für Mainz und der FC Schalke 04 mit dem zweiten Sieg in dieser Saison kehrt ein Ticken Hoffnung wieder ein. Und damit ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Samstagskonferenz am 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Wir beginnen in Frankfurt, da ist der VfB Stuttgart zu Gast. Frankfurt verlor 1:2 in Bremen, war doch schon ein kleiner Rückschlag, aber klar, trotzdem noch 4. Tabellenplatz, ganz überragende Ausbeute zu Gast. Der VfB Stuttgart eben angesprochen, die schlugen Schalke mit 5:1. Frankfurt ist also maximal gewarnt. Hier in Berlin haben wir einmal die Hertha, den Berliner Sportclub in Blau-Weiß, zu Gast der FC Augsburg. Wichtige Punkte, die die Fuggerstädter am letzten Sonntag in Mainz holen konnten. Und Hertha muss einfach punkten. Es ist zwar immer noch Tabellenplatz 15, Bielefeld spielt nächste Woche aber nochmal gegen Bremen unter der Woche. Also heute, es sind 3 Punkte Pflicht für die Hertha, sonst geht's down. Ja, für diese beiden Mannschaften geht es eigentlich
seit Wochen nur aufwärts. Der SC Freiburg empfängt RB Leipzig. Leipzig ja im Meisterschaftsrennen drin, aber hier in Freiburg, da tun sie sich traditionell schwer. Der Sportclub ist vorbereitet und haben eine breite Brust, die Freiburger, nach dem 2:1 gegen Leverkusen am letzten Sonntag. Also das dürfte hier ausgeglichener sein, als es auf dem Papier aussieht. Hier haben wir zwei Mannschaften, die ziemlich in der Patsche stecken. Bayer 04 Leverkusen ist zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen nun unter der Woche noch aus dem DFB-Pokal knapp 0:1 gegen Dortmund ausgeschieden. Leverkusen ja schon eine Weile länger nicht mehr mit dabei. Bei Essen verloren sie. Also das ist hier ein Krisenduell. Man muss es schon so sagen. Natürlich im oberen Tabellenbereich, aber richtig gut geht es beiden Mannschaften nicht. Hier bei Hoffenheim gegen Wolfsburg geht es nur einer Mannschaft richtig gut und die wird hier von Kuhn Castells und Maximilian Arnold angeführt. Das ist ein überragendes Spiel, das der VfL spielt. Nicht unbedingt das, was die Augenweide betrifft, aber punktetechnisch sieht es gut aus. Und da hat Hoffenheim dran zu knabbern. Ein paar Punkte müssen sie wohl noch sammeln, um drin zu bleiben. Möglich ist es allemal. Starten wir aber jetzt in Frankfurt. Starten wir in Frankfurt. Die Eintracht auf Wiedergutmachung. Die Pleite beim SV Werder Bremen war nicht unbedingt eingeplant, aber dass irgendwann mal wieder eine Niederlage folgen musste, war auch klar. Und so häufig passiert es ja dann, dass man den FC Bayern schlägt und danach dann ein kleiner Schwächeanfall kommt. Der VfB Stuttgart muss hier aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten. Die erste Strafraumaktion ohne gefährlichen Abschluss. Der VfB grüßt aus der Tabellenmitte und kann damit vollkommen zufrieden sein. Younes spielt nochmal raus. Hasebe, das dauert hier ein Weilchen. Wir gehen nach Berlin. Der FC Augsburg in den roten Trikots macht hier direkt mal Betrieb, weiß, dass die Hertha nicht mit der breitesten Brust daherkommt. Auch wenn es spielerisch unter Paul Dardai schon wieder etwas besser geworden ist und sie den Punkten näher kommen. Aber irgendwann müssen die Punkte nicht nur nah sein, sondern sie müssen sie einfahren. Also hier gegen den FC Augsburg. Tor in Frankfurt sind 3 Punkte Pflicht und wir haben in Frankfurt das erste Tor. 1:0 für die Eintracht durch Philipp Kostic. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Da ist das Waldstadion wieder in Frankfurter Hand. Vollkommen, das war es ja sowieso immer, aber auch momentan klingt es wieder so, wie man es gewohnt war. Führung Frankfurt, gute Auftaktphase, keine Chance für Kobel aus kurzer Distanz und das ist der erste Treffer in dieser Konferenz. Nach 8 Minuten haben wir ihn gesehen. Wir hoffen auf Besserung in den anderen Stadien und geben eine Runde weiter. Ja, wie gesagt, keine 10 Minuten gespielt. Da muss man auch nicht mit der allergrößten Torflut bis dahin rechnen. Der SC Freiburg hier von links nach rechts gerade in einer Gegenaktion. RB Leipzig in Milka Lila, wenn wir so wollen. Wollen sie wahrscheinlich aber eher keine Werbung für machen. Abgeglitschte Flanke hier, Gulaschi hält den Ball fest. RB Leipzig ist hier trotzdem der Favorit, trotz der Probleme, die sie hier ab und an mal hatten im Breisgau. Diese Leistung, die sie vor allem in der zweiten Hälfte gegen Gladbach mit der Effizienz in Verbindung gebracht haben, die müssen sie heute auch wieder aufbringen und das ist Paulsen. Ja, zumindest mal ein Abschluss nach einer knappen Viertelstunde. Bekommt er den Ball nochmal vor die Füße. Der titscht da nochmal auf, sodass er ein bisschen zu hoch anvisiert ist. Aber wir haben die erste Möglichkeit. Hier steht es 0:0 und so sieht das auch in Gladbach aus. Korrekt, auch hier eine Viertelstunde gespielt. Noch keine Tore. Gladbach in Weiß, Leverkusen in Schwarz. Leverkusen hat sich ja tatsächlich aller Mehrfachbelastungen entledigt. Gladbach ist ja zumindest in der Champions League noch drin, aber das dürfte sich möglicherweise auch schon bald erledigt haben. Für Leverkusen gilt es jetzt irgendwie hier in dieser Liga
europäisch zu spielen, das ist das Minimum. Aber eigentlich will man auch noch in die Champions League. Dazu müssen die Punkte auch endlich mal wieder her. Es ist ein herber Rückschlag, den Leverkusen Woche für Woche wieder erlebt, oder Rückschläge en masse, die hier einfach folgen. Schauen wir aber mal aufs Spiel. Borussia Mönchengladbach, ja auch nicht mit der breitesten Brust. Wirtz, der hier mal angeht, an Zakaria erstmal hängen bleibt. Und so sieht es weitestgehend aus. Wir warten auf Torchancen und wir warten auch auf Tore. Vielleicht in Hoffenheim? Vielleicht ja, aber der VfL Wolfsburg weiß zumindest nicht mehr, was Gegentore sind. Jetzt aber mal so ein Fehler hier. Samaseku, Kramaric, Samaseku. Da laden sie die Gastgeber ein. Mit einem Fehler, der aber nicht bestraft wird. Der VfL Wolfsburg, allen voran eben Kuhn-Castells mit dieser unglaublichen Gegentorlos-Serie. Aktuell hat sie noch Bestand. Und wenn man nicht gerade solche dicken Böcke schießt in der Defensive, dann ist das eigentlich auch wenig gefährdet, weil sie auch stark verteidigen. Und Hoffenheim hat Probleme im Abschluss. Das wissen wir nicht erst seit heute. Weghorst zu Gerhard, der zurück zu Wout Weghorst. Und das ist das 1:0. So schnell kann es dann gehen. 29. Minute, auf der Gegenseite gerade noch die Situation für Hoffenheim. Daran sieht man aber auch wieder, bei welcher Mannschaft es aktuell läuft und bei welcher es hapert. Starker Flachschuss von Weghorst, der auch mal wieder trifft. 29 Minuten sind hier von der Uhr. Das ist erst der zweite Treffer in der Konferenz. Also da haben wir doch noch ein bisschen was. Tor in Berlin. Holbedarf, und das wird jetzt auch nachgeholt in Berlin zum Beispiel. 1:0 für die Hertha. Einmal kurz genießen und fühlen als Hertha-Fan, wie das ist, in Führung zu sein. Jean Córdoba mit dem 1:0 kommt hier im Strafraum aus halblinker Position zum Schuss mit dem rechten Innenfuß, mit der rechten Innenseite. Macht er in einer halben Stunde, nach einer halben Stunde, das erste Tor. Gutes Zeichen für Hertha und für Augsburg. Irgendwie bitter. Ebenso bitter hier für den VfB Stuttgart, früh in Rückstand gegangen zu sein. Die Lage für den VfB ist allerdings nicht wirklich dramatisch. 32 Punkte, auch spielerisch ist das in dieser Saison einfach über jeden Zweifel erhaben. Als Aufsteiger, so eine junge Mannschaft, da sind Schwankungen erlaubt. Aber vor allem bitter ist für den VfB, dass sie viel mehr als diese Chance nicht zugelassen haben, die dann zum Treffer geführt hat. Also es hätte hier auch 0:0 weiterhin stehen können, aber da ist die Eintracht dann vielleicht auch die etwas abgezocktere Mannschaft. Jetzt kommt Philipp Kostic über die linke Seite. Und ja, Frankfurt hat auch wieder ein bisschen das Selbstvertrauen zurückerlangt. Auch in der Defensive sieht das Ganze alles ein bisschen stabiler aus. Die Absprachen funktionieren wieder besser. Das ist eher eine ganz knappe Abseitssituation, aber schon in Ordnung. Also hier steht es weiterhin 1:0, noch 10 Minuten bis zur Pause. Ein paar Treffer könnten doch vielleicht noch fallen in den ersten 45 Minuten. Ja, hier in Freiburg gibt es Chancen dafür, aber noch nicht die richtigen Präzisionen dabei. Mit Dani Olmo vielleicht mal, aber Leipzig hatte sich gegen Gladbach das Potenzial auch für die zweite Halbzeit aufgehoben. Gulde, boah, stark verteidigt, lässt hier nichts anbrennen. Und jetzt die Gegenaktion für den SCF. Vincenzo Grifo treibt an, zieht auch in den Strafraum ein. Muss aber vielleicht auch irgendwann mal der Abschluss kommen. Jetzt vielleicht Grifo zurückgelegt zu Demirovic. Dicke Chance, aber noch kein Tor.
Hier gibt's keine Tore, aber auch keine Chancen. Man merkt einfach beiden Mannschaften diese Verunsicherung an. Das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Und es ist ja auch verständlich, das möchte man den beiden Mannschaften gar nicht absprechen. Aber irgendwann muss sich auch mal wieder eine Mannschaft hier mehr aus der Deckung wagen. Jetzt vielleicht mal Gladbach, aber auch das wieder eine Abseitsposition. Wo soll's herkommen? Das Selbstvertrauen. Aus den letzten Wochen kann man da nicht viel Kraft ziehen. Aber zumindest die Defensive, sie steht auf beiden Seiten weitestgehend stabil. Da brennt wenig an. Ist ja dann auch immer zu loben. Zwei Mannschaften, die Offensivpotenzial noch und nöcher haben, aber eben von guten Abwehrreihen bislang verhindert werden. Vielleicht jetzt nochmal mit Valentino Lazaro. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Lazaro wird auch abgedrängt. Wir sehen das. Es kommen hier kaum Strafraumaktionen zustande. Lazaro, der trifft den Ball gar nicht richtig. Markus Thuram legt nochmal raus. Jonas Hofmann zu Valentino Lazaro. Der steht im Abseits. Also das dürfte die erste Halbzeit gewesen sein. In Sinsheim läuft es noch. Ist das richtig? Ist richtig, aber auch hier dürfte gleich Feierabend sein. So ist es auch. Und damit haben wir auf 5 Plätzen bislang erst 3 Tore gesehen nach 45 Minuten. Aber immerhin hat er hier eins erzielt, Wout Weghorst. Könnte noch besser laufen. Wir hoffen da auf die zweiten 45 Minuten, gucken uns auf die Ergebnisse. Also bis gleich. Ja, hier die Ergebnisse im Überblick. Da gibt es jetzt noch nicht so ganz so viel zu berichten, aber so ist das halt auch manchmal. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Los oder weiter geht's. Zurück in der Konferenz schauen wir auf den einen Treffer, den es hier in Frankfurt gab. Das fing ja vielversprechend an. 8. Spielminute, 1:0. Es folgten 37 Minuten des Abtastens auf gehobenem Niveau, aber ohne die richtige Durchschlagskraft. Somit also alles offen für den zweiten Durchgang. Der VfB muss aber nach vorne unbedingt mehr entwickeln. Ansonsten geht das hier trudelig so mit dem 1:0 zu Ende. Frankfurt ist darauf bedacht, jetzt diesen Vorsprung erstmal zu halten, aber vergisst jetzt Silas, der in den Strafraum einzieht, schließt aber nicht ab. Von Rode super aufgepasst, aber das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit gewesen. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Wir geben in die Hauptstadt ab. Man merkt der Hertha schon an, dass sie mit diesem 1:0 ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnten. Diese zweite Halbzeit wird aber noch verdammt lang. Doch der FC Augsburg, er tut sich extrem schwer, Tore zu erzielen, wenn sie ihm nicht gerade vom gegnerischen Torwart geschenkt werden. Das war ja zuletzt zweimal der Fall und somit hat man zumindest 4 Punkte eingesackt. Das sind 4 Punkte, die dem FC Augsburg unglaublich weiterhelfen und bislang auch weiter geholfen haben. Heute aber müssen sie vielleicht selber was entwickeln, weil Rune Jahrstein nicht mal richtig beschäftigt wird. Klar, ein Aussetzer reicht dann mal. Aber die Hertha macht es gut, sollte aber trotzdem vielleicht dann rauflegen. Córdoba an den Pfosten. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich für die Hertha. Jetzt gibt es hier 2 Wechsel. Wir wechseln auch und zwar nach Freiburg. Knappe 10 Minuten hier im zweiten Durchgang gespielt. RB Leipzig drängt nach vorne mit Paulsen, Adams und Paulsen! Wo kommt das auf einmal her? 58. Minute, 1:0 für die Gäste durch den dänischen Stürmer, der auch gegen Borussia Mönchengladbach erfolgreich war. Besticht ja nicht grundsätzlich mit einem fantastischen Abschluss, aber hier kommt er super an den Ball, setzt sich dadurch gegen Gulde, platziert den Ball unten links, sodass auch Florian Müller da keine wirkliche Abwehrchance mehr bleibt. Der erste Treffer hier in Freiburg.
Paulsen hat ihn gemacht. Wir waren live dabei, als er gefallen ist. Und hoffen doch so auf diese Art und Weise, während hier nochmal gewechselt wird, auch in Gladbach zum ersten Treffer zu kommen. Denn da steht es immer noch 0 zu 0. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Gleich eine Stunde gespielt. Leverkusen kommt mit Florian Wirtz. Sieht zumindest mal in den Strafraum ein. Borussia Mönchengladbach wird jetzt aber auch den Teufel tun, sich da unter diesem Pressing rauszuspielen. Ja, es gab auch Phasen in der Saison, wo sie das unter Marco Rose gemacht haben. Aber dazu fehlt aktuell vermutlich ein bisschen die Traute, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Es ist kein schlechtes Fußballspiel, das unterstrichen, aber es fehlt dann doch an den entscheidenden und gefährlichen Strafraumszenen, sodass dieses 0 zu 0 nur folgerichtig ist. Und hier sehen wir es wieder. Es passiert wirklich sehr, sehr wenig, selbst wenn sie mal im letzten Drittel so langsam ankommen. Also 0-0 hier, wir wechseln lieber. Hier in Hoffenheim ist der VfL Wolfsburg seit der knapp 30. Minute mit 1-0 in Führung. Kaderabek über die rechte Seite. Ihm wurde ja ein Treffer aberkannt gegen den ersten FC Union Berlin aufgrund einer Abseitsposition vorher von Baumgartner. Hier haben wir jetzt auch mal diesen gewissen Baumgartner am Ball gesehen, kann ihn aber nicht mehr retten. Also Hoffenheim spielt eine sehr kuriose Saison. Sie haben sehr viele Probleme, was Verletzungen und Krankheit angeht. Und so sei ihnen das auch dann irgendwie verziehen, oder es ist vor allem nachvollziehbar. Verzeihen oder vergessen ist ja auch egal. Am Ende geht es darum, für Hoffenheim jetzt schnellstmöglich ein paar Punkte noch einzusammeln, um eben die Klasse zu halten. Sie haben 27, Stand jetzt. Damit wird man nicht drin bleiben, voraussichtlich. Es sei denn, die da unten stellen sich wirklich richtig unglücklich an. Sie spielen jetzt aber auch nicht schlecht wie ein Absteiger. Sie haben gezeigt, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Das ist gegen den VfL Wolfsburg brutal schwer abzurufen. Dafür machen sie es ganz gut, aber auch da ist es für Hoffenheim heute nicht so, dass jetzt hier ein Feuerwerk abgebrannt wird, in dem alle 5 Minuten eine 100%ige Torchance zustande kommt. Vielleicht jetzt aber nochmal Samaseko zu Kaderabek, der liegt quer. Tor in Frankfurt. Tor, passt auf, und wir haben in Frankfurt mal wieder ein Tor. 2-0, Sebastian Rode, und war es das vielleicht schon in diesem Spiel? Es wäre zu vermuten. Sebastian Rode bekommt den Ball von André Silva, also das ist auch mal eine sehr interessante Kombination. Ja, André Silva auch dafür bekannt, mal den Mitspieler noch in der wichtigen Position zu finden, aber dass es Sebastian Rode ist, dann doch etwas überraschend. 74. Minute, das dürfte es tatsächlich nach menschlichem Ermessen gewesen sein. 2-0 hier, spannender ist es im Olympiastadion in Berlin, da steht es nur 1-0. Die Hertha arbeitet aber auch am 2-0 und ist dem Erfolg gar nicht so weit mehr entfernt. Viertelstunde steht da noch auf der Uhr. Der FC Augsburg, er wagt sich so langsam mal raus. Also, die haben auch dieses 1-0 hier verteidigt, weil eben ein Treffer nur fehlt, um was mitzunehmen aus der Hauptstadt. Wenn das die Ansprüche sind, gut, es reicht ja für den FC Augsburg. Da darf man nicht so kritisch sein. Ansprechend ist was anderes, aber der FC Augsburg schert sich sicherlich nicht darum, wie man objektiv ihren Fußball betrachtet, solange da die Punkte eingefahren werden. Und das wurde ja bislang gemacht. Hertha führt hier aber nach wie vor mit 1-0. Wenn du sie schießt, Gikiewicz in die Arme, und wir geben nochmal nach Freiburg.
Wir kommen in Wechsel hinein. Tyler Adams verlässt das Feld. Dafür neu Kevin Campbell dabei. Man vergisst so ein bisschen, dass es hier noch echt knapp ist. 0-1. Also es ist für den SC Freiburg alles möglich. Aber sie kommen kaum nach vorne. RB Leipzig macht das gut. Gulaschi nahezu beschäftigungslos. Irgendwann müssen halt die Chancen zustande kommen. Paulsen zu Dani Olmo. Und der macht jetzt dann doch alles klar. 86. Minute, 0-2. Dani Olmo bekommt zu viel Platz. Leipzig ließ sich nicht einschläfern. Der SCF spielte sich so ein bisschen in die Lethargie hinein. Leipzig übergab den Breisgauern viel vom Ball. Damit wussten sie nicht ganz so viel heute anzufangen und die Umschaltsituation im Keim meist erstickt. Dann haben wir auch hier zumindest die Klarheit in Frankfurt, eben das 2-0 für den VfB, das dürfte es gewesen sein. Auch hier in Freiburg das 0-2. Also spannend ist es aber noch auf drei anderen Plätzen, unter anderem auch im Borussia-Park. Tore bitte. Das sagt sich so leicht. Aber jetzt vielleicht, wow, viel Platz, ganz viel Platz. Embolo mit der Flanke, was ist denn das? Was ist denn das? Das muss es doch sein. Embolo, Flanke, Abschluss, direkt auf Grill. Direkt auf Grill. Ja, Grill, der hier seine Chance bekommen hat. Verletzung Radetzky, Patzer, Lomb. Und Grill macht es ganz gut bei den Toren gegen Freiburg, war er machtlos. Hält hier aber wohl den Punkt fest. Für Leverkusen, da kommt hier noch mal was. Es gibt nicht wirklich viel Nachspielzeit drauf und das Spiel ist vorbei. Also 0-0 hier. Kann man nicht viel zu sagen. Das ist komplett in Ordnung. Wir wechseln noch mal. Hier 0-1. Hier 0-1 und es ist vorbei. Wolfsburg zu 0. Mal wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Wichtiger Erfolg für den VfL. Champions League rückt näher. In Berlin läuft es aber noch, höre ich. Und der FC Augsburg kommt nochmal. Pedersen zu Michael Gregoritsch, der im Strafraum zum Abschluss kommt. Und das 1-1 erzielt. Ist das brutal für die Hertha. 90. plus 2. Giekiewicz kann es gar nicht fassen. Die Hertha in den letzten 5 Minuten ließen sie sich hinten reindrängen. Und der FC Augsburg nutzt das aus. In persona Michael Gregoritsch, der darf sich da drehen. Nimmt den Ball noch einmal an. Dardai kommt einen Schritt zu spät. Und Jahrstein ist überwunden. Kann hier nichts machen. Unglaublich. Unglaublich. Der FC Augsburg kommt doch noch zum Ausgleich. Diese Effizienz der Fuggerstädter, das ist Wahnsinn. Aus diesem Spiel einen Punkt mitzunehmen, das ist nicht zu fassen. Aber sie haben eben bis zum Ende dran geglaubt. Gut verteidigt und Hertha auf dem falschen Fuß erwischt. Und die warten weiterhin auf den ersten Dreier unter Dardai. Oh weia, was für ein Finale. Nochmal nach Frankfurt zum Abschluss. Hier können wir einen kurzen Blick werfen auf die Endergebnisse. Und hier kann man sicherlich auch etwas entspannter die ganze Lage angehen. Frankfurt hat nach dem kleinen Rückschlag gegen Bremen wieder gewonnen. Siegt über den VfB mit 2-0 und der VfB hat sich wacker geschlagen. Frankfurt war eine Nummer zu groß. Wir sehen die Ergebnisse und die Tore vor allem jetzt im Schnelldurchlauf und dann die restlichen Zusammenfassungen. Bleiben Sie am Ball. Gang gespielt, RB Leipzig drängt nach vorne mit Paulsen, Adams und Paulsen! Wo kommt das auf einmal her? 58. Minute, 1-0 für die Gäste durch den dänischen Stürmer, der auch gegen Borussia Mönchengladbach erfolgreich war. Besticht ja nicht grundsätzlich mit einem fantastischen Abschluss, aber hier kommt er
super an den Ball, setzt sich dadurch gegen Gulde, platziert den Ball unten links, sodass auch Florian Müller da keine wirkliche Abwehr schafft. Irgendwann müssen halt die Chancen zustande kommen. Paulsen zu Dani Olmo und der macht jetzt dann doch alles klar. 86. Minute, 0:2. Dani Olmo bekommt zu viel Platz. Leipzig ließ sich nicht einschläfern. Der SCF spielte sich so ein bisschen in die Lethargie hinein. Leipzig übergab den Breisgauern viel vom Ball. Damit wussten sie nicht ganz so viel heute anzufangen und die Umschaltsituation im Keim meist erstickt. Dann haben wir auch hier zumindest die Klarheit in Frankfurt, eben das 2-0 für den VfB, das dürfte es gewesen sein. Auch hier in Freiburg das 0:2. Also spannend ist. Aber jetzt vielleicht, wow, viel Platz. Ganz viel Platz. Embolo mit der Flanke, was ist denn das? Was ist denn das? Das muss es doch sein. Embolo, Flanke, Abschluss. Direkt auf Grill. 1:0 für die Hertha. Einmal kurz genießen und fühlen als Hertha-Fan, wie das ist, in Führung zu sein. Jean Córdoba mit dem 1:0 kommt hier im Strafraum aus halblinker Position zum und der FC Augsburg kommt nochmal. Pedersen zu Michael Gregoritsch, der im Strafraum zum Abschluss kommt. Und das 1:1 erzielt, ist das brutal für die Hertha. 90. plus 2. Giekiewicz kann es gar nicht fassen. Die Hertha in den letzten 5 Minuten ließen sie sich hinten reindrängen. Und der FC Augsburg nutzt das aus. In persona Michael Gregoritsch, der darf sich da drehen. Nimmt den Ball noch einmal an. Dardai kommt einen Schritt zu spät. Und Jahrstein ist überwunden. Kann hier nichts machen. 1:0 für die Eintracht durch Philipp Kostic. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Da ist das Waldstadion wieder in Frankfurter Hand. Vollkommen, das war es ja sowieso immer, aber auch momentan klingt es wieder so, wie man es gewohnt war. Führung Frankfurt, gute Auftaktphase, keine Chance für 2:0, Sebastian Rode, und war es das vielleicht schon in diesem Spiel? Es wäre zu vermuten. Sebastian Rode bekommt den Ball von André Silva, also das ist auch mal eine sehr interessante Kombination. Ja, André Silva auch dafür bekannt, mal den Mitspieler noch in der wichtigen Position zu Gerhard, der zurück zu Wout Weghorst. Und das ist das 1:0. So schnell kann es dann gehen. 29. Minute, auf der Gegenseite gerade noch die Situation für Hoffenheim. Daran sieht man aber auch wieder, bei welcher Mannschaft es aktuell läuft und bei welcher es hapert. Starker Flachschuss von Weghorst, der auch Dortmund konnte unter der Woche noch in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen gegen Borussia Mönchengladbach. Nun zu Gast beim FC Bayern München, das nächste Top-Duell, und der FC Bayern München, der hat hier gegen den BVB traditionell immer richtig Spaß am Fußballspielen und am Tore schießen. Erste Möglichkeit gehörte aber den schwarz-gelben. Haaland bekommt den Kopfball da irgendwie serviert. Manuel Neuer aber ist vollkommen aufmerksam und hat gar keine Probleme, den Ball hier festzumachen. Der FC Bayern München kam dann aber auch besser rein. Gegen den ersten FC Köln beim 5:1, da klingelte es am Ende ja richtig. Das ist mal Robert Lewandowski, der nicht viele Chancen braucht. Und hier in der 14. Minute mit dem ersten Torschuss für die Bayern das erste
Tor erzielt. Marvin Hitz, der noch eine Sensationsparade unter der Woche auspacken konnte gegen Borussia Mönchengladbach, ist hier vollkommen chancenlos. Da kann er nichts mehr machen gegen die Führung des FC Bayern. Knappe halbe Stunde gespielt. Der BVB agierte aber auf Augenhöhe, war nicht so unterlegen wie in den letzten Jahren hier in der Allianz Arena. Julian Brandt will nochmal querlegen, stand dann aber auch im Abseits. Der Ball kam eh nicht perfekt. Manuel Neuer konnte dazwischen funken. Doch sinnbildlich kann man dies hier sehen. Der BVB eher näherte sich an. Und er kam nochmal vom Seitenwechsel mit Jadon Sancho, Man of the Match gegen Borussia Mönchengladbach unter der Woche. Auch hier wieder im Fokus. Sancho, Bellingham und plötzlich der Ball bei Marco Reus. Der FC Bayern weist hin und wieder Lücken in der Defensive auf, die man sich kaum erklären kann. Dem BVB ist es egal. Hauptsache, sie erklären hier irgendwie das Spiel wieder für ausgeglichen. Und das konnten sie hier durch den Treffer von Marco Reus, der da komplett frei steht, viel Platz bekommt. Und Manuel Neuer überwindet. Der Münchner Schlussmann ist hier ohne jegliche Abwehrmöglichkeit. Stand nach 45 Minuten 1:1. Das war auch vollkommen leistungsgerecht. Der FC Bayern München musste sich schon etwas mehr bemühen, um hier die drei Punkte mitzunehmen. Ist eben auch der BVB, der momentan wieder in einer besseren Verfassung spielt als noch vor einem knappen Monat. Die nächste Möglichkeit im zweiten Durchgang, beziehungsweise die erste Möglichkeit von Serge Gnabry, aber nur ans Außennetz geköpft. Der Dortmunder Mannschaft war der Kraftakt gegen Gladbach schon anzusehen. Die konnten ja froh sein, nicht am Ende noch in die Nachspielzeit, beziehungsweise besser gesagt in die Verlängerung zu gehen. Das wäre auch dann in Unterzahl vonstatten gegangen, also nur 90 Minuten, trotzdem sehr kräftezehrend. Der BVB in der zweiten Halbzeit bisschen weniger spritzig nach vorne, ein bisschen weniger aufmerksam, wieder eine Abseitsposition. Ja, das arbeiten wir heraus, weil so viel nicht mehr zu holen war. Der FC Bayern München, er war jetzt nicht zufrieden mit diesem 1:1, aber er investierte auch nicht 100%, um das nochmal irgendwie zu ändern. Und so fanden sich beide Mannschaften schon mit diesem 1:1 ab. Der BVB nochmal, Dahoud in der Pokalserie ist ja mit Gelb-Rot für ihn Schluss im Halbfinale erstmal, beziehungsweise fürs Halbfinale, und dann war auch hier Schluss. 1:1 trennen sich Bayern und Dortmund im Spitzenspiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit nicht so richtig gut war. Sonntagnachmittag, der erste FC Köln misst sich mit dem SV Werder Bremen. Werder holte einen Achtungserfolg gegen Frankfurt, gewann nach Rückstand sogar noch mit 2:1. Wollte jetzt hier gegen Köln in der Defensive erstmal gut stehen. Das klappte bis zur 19. Minute und dann kam auf einmal die Geißböcke daher mit Emanuel Dennis, der Köln eben in Führung brachte. Köln nach dem 1:5 beim FC Bayern München auch wieder mal unter Zugzwang. Das ist ja nicht so richtig ihre Sache. Das Verteidigen hier auch wieder Probleme bei der Kölner Defensive. Man hat aber eben noch Timo Horn, der hier in der ersten Halbzeit das 1:0 erstmal festhalten konnte. Wenn es für den ersten FC Köln drauf ankam, haben sie eigentlich immer ihre Punkte gesammelt. Und so sah es ja auch gegen Bremen hier erstmal ziemlich gut aus. Doch Werder wollte nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Das sah man zu Beginn der zweiten Halbzeit besonders mit Maximilian Eggestein, der in der 50. Minute aber doch recht deutlich am Tor vorbeizielt, dann nur das Gestänge des Tores treffen konnte. Köln investierte nach vorne gar nichts mehr. Werder Bremen war am Drücker und hatte jetzt auch ein bisschen mehr Platz, worum sich Milot Rashica dann auch bedankt, weswegen er hier zu viel Platz bekommt, sich dreht, abschließt, das 1:1 markiert, auch der Endstand. Damit dürfte Bremen weitaus besser leben als der 1. FC Köln, der am Ende einfach zu wenig investiert hat. Zum Abschluss des 24. Spieltags trafen Arminia Bielefeld und der 1. FC Union Berlin
aufeinander. Arminia Bielefeld hat sich von Uwe Neuhaus getrennt. Da ist jetzt Kramer der neue Trainer. Frank Kramer, der hier gegen Union Berlin den ersten Erfolg einfahren wollte. Und es sah gut aus, was der deutsche Sportclub hier macht. Der erste Möglichkeit, Ritsuduan mit dem Seitfallzieher, aber noch in die Arme von Karius. Jetzt der Fehler von Union nach dem eigenen Freistoß. Prietl, Cordova nochmal rübergelegt zu Andreas Vogelsammer. 1:0 in der 16. Spielminute. Der Nackenschlag für Eisern Union, die beim 1:1 gegen Hoffenheim am Ende zufrieden mit dem Punkt zu Hause blieben. Hier musste man dann etwas mehr reinhauen. Das taten sie auch in der 19. Minute dann. Das 1:1. Joel Poyanpalo bedient von Robert Andrich. Zu viel Platz für den Berliner Stürmer. Doch Bielefeld gab nicht klein bei, sondern spielte weiterhin auch gut nach vorne und erzielte dann in der 40. Minute die zweite Führung des Sonntagabends. Cordova zu viel Platz. Union Berlin erneut im Rückstand. Das wollte die Arminia jetzt in die Pause bringen und vielleicht sogar nochmal einen draufsetzen. Vogelsammer, Riesenchance. Aber Karius hat etwas dagegen einzuwenden. Super Parade wird da von Fabian Klos angeschossen. Der Ball springt dann über die Latte. Trotzdem Bielefeld in Führung und spielerisch durchaus überzeugend. Jetzt Einwurf von Brunner. Was für ein Fehler. Kruse spritzt dazwischen und sieht Markus Ingvardsen in der Mitte. Super reagiert von Kruse. Toll geschaltet. Ingvardsen ist ebenfalls hellwach in der Mitte und haut das Ding rein. Ansonsten nicht viel los. Dieser Kopfball in der Nachspielzeit hatte es nochmal in sich. Szene noch nicht vorbei. Union wollte den Lucky Punch setzen. Kam mit Trimmel und Kruse nochmal. Christopher Trimmel, Kruse. Wieder Trimmel. Die Flanke. Jetzt wird sie sehr gefährlich. Poyanpalo fast mit dem 3:2. Und das wär's gewesen. So holt Kramer bei seinem Debüt den ersten Punkt zumindest, kann ja fürs Selbstvertrauen sehr wichtig sein. Union fährt mit einem Punkt auch nicht ganz unzufrieden nach Hause. Und so endet dieser Spieltag mit diesem spannenden 2:2. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse und die dazugehörige Tabelle im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.